So, dann mal hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1427, wieder als kleines Nachmittagsfernsehen. Und bevor wir gleich loslegen mit einem relativ bunt durcheinander gewürfelten, noch aber eher so überschaubar großen Themenzettel, ich habe zwar acht Themen, aber das ist alles, sind alles so kleine Meldungen, wer da gleich mitbekommen. Wir haben nämlich offenbar das Samstagsloch in der Berichterstattung gefunden. Ist ja ganz, ganz oft so, dass man sonntags wirklich denkt, ja, was ist denn das für ein Schnulli, der da berichtet wird? Das ist irgendwie alles komplett irrelevant. Ein paar relevante Sachen habe ich rausgefunden, aber es ist eben sowas für zwischendurch. Ich denke, so kann man es formulieren. Bevor wir damit loslegen, erstmal die Frage, ob der Ton jetzt wieder funktioniert. Es gab ja in den vergangenen Vlogs ab und an offenbar ein Knacken. Der ein oder andere von euch hat mir da Kommentare geschrieben, dass der Ton ganz grausam klingt und angeblich wäre mein Handymikrofon kaputt. Ihr Problem ist nur, mein Handymikrofon kann es nicht sein, wenn es nur dann knackt, wenn es die YouTube-Livestream-App ist und alles andere problemlos läuft. Deswegen habe ich kurzerhand die YouTube-App geupdatet, mal aktualisiert und jetzt testen wir, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, muss ich die App vielleicht doch nochmal neu installieren. Das wollte ich bisher noch vermeiden. Erstmal so ausprobieren, ob sich jetzt verbessert hat. Denn wenn wir die App neu installieren, haben wir bisher meistens irgendeinen neuen Bug dann im Nachgang. Ist ja für gewöhnlich so, dass dann irgendwas verschlimmbessert wird. Das Update ist jetzt drauf. Es gab eine Aktualisierung, aber ich lese gerade, es knackt immer noch. Na gut, dann kann ich es jetzt nicht ändern. Dann ist es einfach einmal mehr softwareseitig YouTube. Ich versuche die App nachher neu zu installieren und drücke die Daumen, dass es dann in den nächsten Tagen überhaupt noch funktioniert. Ist ja nicht das erste Mal. Wir haben das ja seit geraumer Zeit, dass alle paar Monate mal irgendwas gar nicht mehr geht bei YouTube. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie können zwar gut zensieren und löschen, aber was sie nicht so richtig hinbekommen, ist, ihre Software stabil laufen zu lassen. Die Chefin hält es trotzdem nicht davon ab, ins Studio zu kommen. Die ist schon wieder fleißig am Tatzen und das darf sie auch gerne, aber bitte ohne Krallen, denn getatzt wird nicht mit Krallen. Jetzt gucken wir uns aber die Meldungen an. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Geknacke, wie gesagt, am Handy liegt es nicht. Die Eilmeldungen nehme ich mit dem gleichen Gerät auf. Da knackt überhaupt nichts, wie jeder von euch nachvollziehen kann. Wenn ich telefoniere, knackt nichts. Im Discord knackt nichts. Es ist nur, wenn die YouTube-Livestream-App läuft. Also einmal so wie immer, nicht wahr? Ja, die App wusste ich auch gerne mal relativ voll. Ich glaube, der Maximalstand waren mal knapp 200 GB an Daten, die YouTube-App zusammengefressen hatte, vorletztes Jahr Sommertour. Mittlerweile ist es noch nicht ganz so schlimm. Es sind erst 6 GB Daten, die App zusammengetragen hat. Aber das kann durchaus auch schon ausreichen, dass die App instabil läuft. Deswegen werde ich das nachher einfach mal komplett zurücksetzen. Und dann hoffe ich, dass es sich anschließend wieder für einige Monate behoben hat. Dauerhaft werden wir es nicht wegbekommen, einfach weil das ein Phänomen ist, das tritt in bester Regelmäßigkeit auf. Ungefähr jedes halbe Jahr oder jedes Dreivierteljahr geht bei YouTube mal wieder gar nichts mehr, außer der Zensurwelle und dem Shadowban, der läuft. Jetzt aber zu den Meldungen. Und da habe ich eine ganze Weile überlegt, womit wir denn eigentlich anfangen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass wir uns eine Meldung anschauen, die ganz wundervoll in diese Rubrik Wochenendloch fällt, aber auch die Absurdität darstellt, in der sich das Land mittlerweile befindet. Nämlich einem kleinen Bericht vom MDR. Vollkommen banal. Frage ich mich wirklich, warum muss so ein Artikel erscheinen? Was ist der Anlass dafür, dass man denkt, man muss es anderen Leuten erklären? Denn der MDR möchte uns nun tatsächlich die Verhaltensregeln für die Buchmesse mitteilen. Ja, Leipziger Buchmesse findet statt, da wo Senilus sich schon hat versuchen wollen, beweihräuchern zu lassen. Das hat nicht so gut funktioniert. Auf der Buchmesse ist aber auch traditionell immer eine große Anime- und Manga-Convention mit dabei. Und da war ich schon in der 5. Klasse, also das ist was relativ Traditionelles. War bisher auch nie so, dass man da irgendeinen Aufriss drum gemacht hat. Klar, es wurde berichtet, ist auch eins der wichtigsten Events in dem Bereich in Deutschland. Jetzt kommt aber der MDR und gibt Verhaltensregeln. Ja, 20 Jahre nachdem das in Deutschland prominent geworden ist. Das hat so Anfang 2000, 2004, 2005, 2006 hat das angefangen, der Hype, als die ersten großen Conventions hochgezogen wurden. Nach 20 Jahren meint man nun also beim öffentlich-rechtlichen Dummfunk, man müsse den Besuchern der Buchmesse ja erklären, dass man die Cosplayer nicht angrapschen darf. Da habe ich doch etwas fassungslos geschaut. Ja, ist es nicht normal? Also, dass man fremde Leute nicht angrapscht? Offensichtlich nicht mehr. Verhaltensregel Nummer 1 war ansprechen, aber nicht anfassen. Ach nee. Da denkt man offensichtlich 2024, das muss man erwachsenen Leuten, dem klassischen Konsumenten vom öffentlich-rechtlichen Dummfunk, das muss man denen erklären. Weiterhin wurden dann so überlebensnotwendige Tipps gegeben, wie dass man, wenn da gerade jemand ein Fotoshooting hat, dass man dann nicht mit dem Handy reinrennt und auch ein Bild macht, sondern vorher mal nachfragt. Ja, das sind eigentlich ganz normale Verhaltensweisen, die sich aus einer gewissen Logik heraus ergeben, in Klammern sollten.
aber nicht mehr 2024. Da erklärt uns nun der Dummfunk, bitte keine Cosplayer ankrapschen, bitte fragen, bevor man ein Foto macht. Und wenn da sich jemand gerade umzieht oder etwas isst, dann sollte man den vielleicht auch nicht belästigen. Ja, komisch, wie haben wir das nur vor 20 Jahren gemacht? Aber hey, 2024 muss man auf die banalsten Dinge des normalen Alltags gesondert hinweisen. Schauen wir uns direkt die nächste Nachricht an, die ebenfalls in die Richtung geht, was in diesem Land mittlerweile zur Normalität geworden ist. Das führt uns nämlich nach Stade. Kaschbraun fragt, ob es Vorfälle dieser Art gab, also dass jemand begrapscht wurde, habe ich persönlich aus meinem Bekanntenkreis noch nie mitbekommen. Was ab und an mal eine Debatte ist, sind ungefragte Fotos. Das kriegt man immer wieder mit, dass sich dann Leute beschweren, wir essen gerade, kein Foto machen. Ja, da stelle ich mir die Frage, gut, du bist auf einer Convention, dann setz dich doch bitte wohin, wo du jetzt nicht gerade so im Bilde bist, wenn du deine Ruhe haben willst, dann dreh dich halt um. Aber sich darüber echauffieren, dass oft auch Familien mit Kindern einfach mal mit dem Handy ihr Foto knipsen. Ja, man kann es auch übertreiben, da sollte man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Sicherlich ist es nett, vorher zu fragen, aber auf einer öffentlichen Veranstaltung. Ja, meine Güte, sich dann darüber zu echauffieren, wenn jemand ein Foto von einem macht, ja, dann geh halt nicht hin, wenn du es nicht willst. Da sollte man dann doch etwas, das Maß wiederfinden. Dass es aber wirklich zu irgendwelchen gravierenden Vorkommnissen gekommen ist, habe ich von allem, was ich von meinen Bekannten gehört habe, nicht mitbekommen. Ich will es nicht ausschließen, aber wäre mir jetzt wirklich neu. Und ich war ja schon auf einigen Conventions und das auch über viele Jahre hinweg. Mal wieder Bildungslücken geschlossen, genau. Naja, nun erklärt uns also der MDR, man solle bitte fragen, bevor man Fotos macht und nicht betatschen. Jetzt gucken wir uns aber die nächste Nachricht an. Die ganze Zeit vibriert hier meine Uhr, das nervt. Die WhatsApp-Gruppen sind aktiv heute, das Wochenende. Wir schauen mal nach Stade. Da wurde beim NDR berichtet, wir kommen also vom MDR zum NDR, dass es einen Unfall gegeben hat. Da sind drei Fahrzeuge zusammengekracht. Soweit so normal. Damit könnte die Meldung eigentlich beendet sein. Ist sie aber nicht. Denn nach diesem Unfall, dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge, ging es erst so richtig los. Das sind die Insassen eben jener aufeinander losgegangen, in Streit geraten und haben mitunter begonnen, sich mit Messern zu attackieren. Ja, da weiß man schon wieder, aus was für einem Dunstkreis die entsprechenden Beteiligten gekommen zu sein scheinen. Das ist aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Nach diesem Zusammentreffen der Fahrzeuge, dem Unfall und dem anschließenden Streit mit Messern und allem, was so da war, musste die Polizei anrücken. Vier der Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht und anschließend musste die Polizei den Eingang vom Krankenhaus absichern. Warum dieses Mal? Ihr könnt es euch denken. Um, Zitat, zu bewerkstelligen, dass sich anreisende Familienangehörige keinen Zutritt verschaffen können. Ja, was war denn da in Stade schon wieder los? Die Beteiligten haben sie auch noch auf verschiedene Krankenhäuser verteilt, wahrscheinlich damit sie sich nicht nochmal an die Gurgel gehen. Aber offensichtlich ist danach dann direkt die Großfamilie aufmarschiert und die Polizei muss das Krankenhaus mal wieder umstellen. Hatten wir vor kurzem erst in Berlin einen sehr, sehr ähnlichen Vorfall, jetzt offenbar auch im beschaulichen Stade. Die Hintergründe des Ganzen sind wohl noch vollkommen offen. Man hat da auch noch nicht so den mutmaßlichen kulturellen Kreis angesprochen, aber wenn man schon hört, Männer gehen mit Messern aufeinander los, Polizei muss Krankenhaus absichern, damit die Familienangehörigen es nicht stürmen, dann ist die Sachlage wohl relativ klar. Ja, how dare you, böse, böse Vorurteile. Es wird aber noch etwas klarer, denn im Vorfeld dieses Zusammenpralls der Fahrzeuge hat es wohl bereits Beschädigungen an Fensterscheiben einer Shisha-Bar und irgendwo eines Sportgeschäftes gegeben in der Stader Innenstadt. Man weiß aber noch nicht so richtig, ob das nun eine Kausalität zum anschließenden Streit aufweist oder eben nicht. Der Verdacht scheint aber zumindest nahe zu liegen. Ja, beschädigte Shisha-Bar, beschädigtes Sportgeschäft, Autounfall mit drei Fahrzeugen und anschließend gehen junge Männer TM mit Messern aufeinander los und die Polizei muss aufpassen, dass die Verwandtschaft nicht das Klinikum stürmt. Und täglich grüßt der Einzelfall. Da das jetzt thematisch gerade ein schöner Übergang ist, kommen wir gleich zum zweiten großen Tagesthema, etwas frühzeitiger als normalerweise. Das führt uns nämlich nach Frankfurt. Da hat die Bild-Zeitung was berichtet, was politisch definitiv nicht korrekt ist, wo ich mich auch echt gewundert habe über die Formulierungen. Dort finden aktuell seit mehreren Tagen Razzien statt. Im Bahnhofsviertel. In Hessen wurde ja kürzlich gewählt, wo Nancy Lein, die Innenministerin, die gerne Regierungschefin geworden wäre. Die hat es ja nicht so hinbekommen. Die wollte von Hessen offenbar dort nicht als Regierungschefende gewählt werden oder die Leute wollten sie da nicht haben, so kann man es ausdrücken. Und das hat dann dazu geführt, dass jetzt unter anderem die CDU in Hessen an der Macht ist und der hessische Innenminister ein CDU-Mitglied ist. Der ein bisschen weniger blind
zu sein scheint als Nancy. Und die hat jetzt gesagt, wir müssen was gegen die organisierte Kriminalität im Bahnhofsviertel machen. Es ist mittlerweile so heftig, dass über die Hälfte aller Straßenüberfälle, so 12.530 Straftaten, jetzt überfallmäßige, dass über 50% aller Straftaten aus ganz Frankfurt in diesem Bahnhofsviertel geschehen. Zu diesen Straßenüberfällen kommen dann noch so nette Sachen wie irgendwelche Rauschgiftdelikte dazu. Ja gut, mein Gott, Bahnhofsviertel, das ist ja fast schon normal. Aber auch das ist noch nicht alles, denn zusätzliche gibt es auch dort in bester Regelmäßigkeit Messerstechereien und sonstige Körperverletzungen. Und da hat nun der CDU-Innenminister, der Roman Possek, gesagt, das kann so nicht sein. Und hat jetzt zum dritten Mal innerhalb weniger Tage dort entsprechende Polizisten reingeschickt. Die haben da teilweise das halbe Bahnhofsviertel abgesperrt, haben Verdächtige sich aufstellen lassen und haben geguckt, was die so in den Taschen haben, haben da Messer gefunden, haben da Drogen gefunden. Also wirklich das ganze Sortiment eines Mitgliedes der Straßenkriminalität. Und die Begründung dafür ist, dass man nun versuchen möchte, den Kontrolldruck aufrechtzuerhalten, damit die Kriminellen auch wissen, dass sie sich da im Bahnhofsviertel nicht mehr sicher fühlen können. Aber warum ist der Artikel jetzt politisch inkorrekt? Die Bild hat ziemlich offen formuliert, dass 57,4% sogar der Straftäter aus Frankfurt, konkret aus diesem Bahnhofsviertel, Zitat, Ausländer sind. Also noch nicht so lange hier Lebende, wie es hier etwas politisch korrekter klingt. Mhm. Über die Hälfte aller Straftaten geht auf ein gewisses Klientel zurück. Nancylein, könnte das vielleicht jetzt auch nicht nur in Frankfurt so aussehen, sondern möglicherweise auch in anderen großen Multimillionen-Metropolen, oder gut, Frankfurt ist ja noch klein im Vergleich zu Berlinistan, aber könnte das auch in anderen Großstädten so aussehen, dass man da eine systematische Problematik hat? Wenn man sich in Berlin-Görlitzer Park anschaut, da soll jetzt Zaun drum gezogen werden, damit wollen sie es lösen. Oder in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen, Köln und was es da nicht alles gibt, da mal mit offenen Augen durch die Weltgeschichte spaziert, dann kann man da ein ähnliches Bild vernehmen. Es wird politisch auch ab und an mal thematisiert. Nur ist unsere Innenministerin bisher ja vollkommen beschäftigt, also die hat ja überhaupt keine freien Kapazitäten mehr, weil sie mehr Geld im Kampf gegen rechts organisieren muss. Dass man vielleicht auch sichtbar auf der Straße mal was dafür tun sollte, dass man sich auch zu nächtlicher Stunde dort ohne Gefahr für sein eigenes Leben bewegen kann, das ist bei der absurdistanischen Innenministerin bisher leider oft noch nicht so richtig angekommen. Das wird nun in Hessen offenbar in Angriff genommen. Dort sagt der CDU-Innenminister, dass es nicht sein kann, dass man sich da nicht auf die Straße trauen kann, dass dort über die Hälfte aller Überfälle in einem einzigen Viertel stattfinden. Das ist jetzt durchaus nachvollziehbar, warum das so ist. Ist ein großes internationales Drehkreuz, ein Bahnhof, ein Flughafen, wo auch die Kriminalität sich sehr, sehr gut zusammenfinden kann, die Kriminellen sehr, sehr einfach von allen möglichen Orten hinkommen können. Also in solchen verkehrsreichen Knotenpunkten, ja gut, da floriert natürlich auch der Drogenhandel, nicht wahr? Da kommt so das eine zum anderen. Aber jetzt großes, großes, schockiertes Feststellen, oh, wir haben ja da ein echtes Problem. Ja, das ist schön. Das Problem, das besteht aber seit vielen, vielen Jahren. Hätte man vielleicht auch vorher schon mal ein kleines bisschen schauen können, ob das denn so sein muss. Und wer jetzt meint, das ist nur in diesen ganz, ganz großen Metropolen so, in den Shitholes dieses Landes, der irrt. Wenn man beispielsweise auch ins kleine Leipzig schaut, da sieht es auch nicht viel besser aus. Bahnhofstraße in Leipzig, relativ bekannt. Fast jede etwas größere Stadt hat entsprechende Probleme zu verzeichnen. Nur komischerweise wurde es lange Zeit entweder ausgeblendet, dann hat man so einen Placebo-Schwachsinn gemacht, wie Waffenverbotszone auszurufen, hat mal ein paar Schilder aufgestellt. Man soll doch bitte nicht mit Messern durch den Bahnhof spazieren. Das hat nur komischerweise niemanden interessiert. Und jetzt scheint man in Frankfurt mal durchzugreifen und probiert es mittels höherem Kontrolldruck in den Griff zu kriegen. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Berlinistan hat ja da nun seine eigene Lösung gefunden. Ich habe ja gerade eben schon den Zaun angesprochen, der jetzt kommen soll. Ja, die wollen tatsächlich den Görlitzer Park umzäunen, hat der Senat beschlossen. Ja, gibt etwas Kritik daran, denn der Teilabschnitt des Zaunes soll erstmal nur ein paar hundert Meter lang sein. Gibt es jetzt eine Ausschreibung. Da habe ich auch gedacht, na Glückwunsch. Der Bouncer für Unsummen an Steuergeldern, ein paar hundert Meter lang Zaun. Und damit wollen sie dann Kriminalität eindämmen? Ja, dann laufen die Kriminellen einfach außen rum um den Zaun. Also, was soll man dazu sagen? Da fehlen einem doch die Worte, nicht wahr? Aber er soll ja perspektivisch komplett umzäunt werden, dieser Park. Mhm. Ich bin gespannt. Das wird ganz sicher funktionieren.
Naja, einmal mehr Placebo-Maßnahme. Hauptsache Geld rausgeknallt, Hauptsache man kann sagen, man tut ja was, aber ob da irgendein bisschen Sinn und Verstand hinten dran ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Da ist die Version, die Möglichkeit, die Option mit dem höheren Kontrolldruck aus Frankfurt sicherlich zielführender. Wenn die entsprechenden Kriminellen davon ausgehen müssen, dass demnächst eine Razzia der Polizei stattfindet, dann werden sie sich vielleicht doppelt und dreifach überlegen, ob sie da im Bahnhofsviertel ihre krummen Geschäfte ablaufen lassen. Aber wenn die Kriminellen wie in Berlin genau wissen, die Polizei steht daneben und guckt zu und da wird da ein kleiner Zaun gebaut und dann hat sich das. Ja, warum sollst du dann entsprechende Handlungen einstellen? Das ergibt doch keinen Sinn. Da kommt unser Flattestent, der will auch mit ins Studio und wir gucken uns die nächste Nachricht an. A0 hat gerade noch etwas geschrieben, konsequent abschieben hilft. Das wäre vielleicht die sinnvolle Option, wenn man jemanden als Intensivstraftäter praktisch alle paar Tage irgendwo dingfest macht, weil er mal wieder mit dem gleichen Delikt aufgefallen ist und die Person zu den noch nicht so lange hier Lebenden zählt, dann wäre es irgendwann auch ganz sinnvoll, ihm zu sagen oder ihm zu zeigen, wo denn die Tür in diesem Land ist. Sicherlich, da schreien dann die Gründer, aber Kriminalität hat es doch hier schon immer gegeben. Ja, ist richtig, aber die schon länger hier lebenden Straftäter, die können wir nirgendwo anders hin zurückschicken. Das wird schwierig. Die müssen wir hier einbuchten. Aber es gibt keinen einzigen rationalen Grund, warum wir auch noch die Straftäter aus irgendwelchen anderen Ländern hier durchfüttern sollten. Da können sich die anderen Länder drum kümmern. Das ist deren Aufgabe, das sind deren Leute. Fertig, aus. Ist ja so das Totschlagargument der Grünen. Aber die schon länger hier leben, sind auch kriminell. Ja, ist richtig. Kriminalität gibt es in jeder Gesellschaft. Völlig normal. Kann man verhindern, aber ist nicht so einfach und nicht so nett. Aber es ist wahnsinnig schwer, dagegen vorzugehen. Nur ist das eben keine Begründung dafür, warum man auch noch fremde Straftäter mit alimentieren sollte. Und dann meistens, mit einem erhobenen Zeigefinger sagt, aber du, beim nächsten Mal bitte nicht wieder. Dass das nicht funktioniert. Ja. Worüber reden wir hier? Also, es ist klar. Kork schreibt erstmal, wissen, wer hier ist. Ja, das wäre sicherlich auch hilfreich. Aber hey, Einreiseverbote gibt es ja nur für böse, böse Regierungskritiker aus Österreich. Was aber kein Problem ist, wenn Ex-Taliban-Ministern da unter anderem in Köln irgendwelche politischen Kampagnen abhalten. Da will man da nichts von gewusst haben. Genau, Anno, das Gastrecht wurde missbraucht und fertig. Wer als Intensivstraftäter auffällt, der hat sein Gastrecht irgendwann verwirkt. Wenn ich irgendwo zu Gast bin und den da dreimal aufs Sofa geschissen habe, vorsätzlich, ja, dann schmeißt er mich irgendwann auch aus der Bude raus. Hoffe ich zumindest. Also, ich meine, ja, mag jetzt lustig klingen, aber wenn man sich irgendwo daneben benimmt als Gast, ja, dann kriegt man die Tür gezeigt. Das ist das Normalste auf der Welt. Und das sollte eben auch auf größerer politischer Ebene so stattfinden. Dann hätte man eben jene Probleme auch irgendwann wieder im Griff. Aber das, was momentan hier abläuft, naja, wir müssen ja mehr tun. Herzlichen Glückwunsch. Mal schauen, ob es in Frankfurt nun Früchte trägt. Ja, Daniel, dann muss das Sofa auch raus. Kann man da gleich mitnehmen. Ja, es sollte jetzt ein witziges Beispiel sein. Wir wollen ja auch drüber lachen können, auch wenn die Themen eigentlich nicht lustig sind. Gucken wir uns jetzt die nächste Meldung an. Nein, lieber Dennis, wäre das mein Bruder, hätte ich ihm längst mit dem Kopf in die Toilette getaucht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Gucken wir uns die nächste Meldung an. Die führt uns mal in den Süden des Landes, nämlich zum SWR. Die haben berichtet beim SWR aktuell, dass es mal wieder plötzlich und unerwartet eine Verzögerung bei Stuttgart 21 gegeben hat. Oh, welche Überraschung. Der Bahnhof, der seit... Den haben sie schon gebaut, da war ich noch in der Grundschule. Der Bahnhof, der seit Jahrzehnten immer noch nicht fertig ist, der sollte eigentlich Ende 2025 eröffnen. Jetzt ist aber aufgefallen, also er sollte schon lange eröffnet haben, aber jetzt war der aktuelle Termin 2025. Nun ist aufgefallen, können wir auch nicht halten. Man hat sich stattdessen einen neuen Zeitplan zurechtgelegt und zwar soll dieser Bahnhof nun 2026 ans Netz gehen können. 2025 kann man, wenn überhaupt, vielleicht eine Teileröffnung anstreben. Aber auch der alte Kopfbahnhof in Stuttgart wird 2026 weiterhin in Betrieb bleiben müssen. Man ist sich nämlich immer noch nicht sicher, wann dieser Bahnhof dann irgendwann mal vollumfänglich arbeitsfähig ist. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Bis das Ding aufmacht, ist er jetzt schon veraltet. Aber bis das Ding aufmacht, dann, keine Ahnung, braucht man vielleicht keinen Bahnhof mehr. Ich weiß es nicht. Naja, es hat irgendwas vom BER, aber der ist ja mittlerweile eröffnet. Nicht unbedingt als Erfolgsgeschichte, ja, noch Pannen ohne Ende. Hat Geld ohne Ende gefressen, aber das Ding ist fertig geworden. Das ist ein Flughafen und ein Bahnhof. Ein verschissener Standardbahnhof. Der braucht wie viele Jahrzehnte, bis der überhaupt mal als Zug fahren kann? Naja, das sind Fragen, da möchte man lieber nicht so genau drüber nachdenken, denn anschließend wirft sich entsprechend
ja, fast automatisch die Frage auf, was kostet denn der ganze Bockmist? Und das sind dann so Themen, da möchte man dann wirklich nicht sein Wochenende mit verbringen, weil dann kriegt man schlechte Laune. A0 schreibt, China hätte das schneller gemacht. Ja, da gibt es so diesen Internetwitz. Wurden die Chinesen angefragt, ob die den BER nicht fertig bauen können? Und die haben geantwortet, nee, machen sie nicht, wegen der Mittagspause fliegen sie nicht extra rüber. Ja, naja, wie viele Flughäfen haben die in den letzten Jahren hochgezogen innerhalb kürzester Zeit? Teilweise 2,5 Jahre, dann stand das Ding. Und was bauen wir hierzulande? Ein Flughafen seit 30 Jahren? Naja, der ist ja nun fertig. Ein Bahnhof genauso lange? Wie lange soll denn dann der Kernfusionsreaktor dauern, den sie jetzt haben wollen? Ist das neue geile Prestigeprojekt von der Hampel? Sie wollen jetzt auf Kernfusion setzen. Wollen da ganz, ganz schnell mit einsteigen. Naja. Ist nur bisher noch nicht marktreif, diese Technologie. Es gibt wohl einen Prototypen irgendwo in Kanada oder so, aber der ist eben auch nicht so, dass man einsetzen könnte. Aber jetzt möchte die Hampel die Energieprobleme mit dem Fusionsreaktor lösen. Schaffen es aber nicht mehr, einen Bahnhof zu bauen hierzulande. Ja, sicherlich wird dieser Fusionsreaktor innerhalb kürzester Zeit zu bewundern sein. Ich habe mein Ironieschild hier liegen und ich denke, ich brauche es auch häufiger. Lassen wir Bahnhof sein und gucken uns etwas anderes an, nämlich das nächste große Tagesthema. Das führt uns zur Zeit und das ist jetzt wirklich mal was Relevantes. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine ganze Menge so kleine Meldungen. Bahnhof, ja mein Gott, das sind ja alles Sachen, alle Jubeljahre mal wieder. Jetzt gibt es aber was wirklich brandaktuelles, brisantes und zwar vom Bundesrat. Die sind gestern zusammengetreten und haben da eine ganze Menge durchgewunken. Unter anderem eine Drogenlegalisierung, da ist eben Glückwunsch, passt zur Hampel. Aber eben auch die Abzocke der Landwirte hat nicht ganz so viel gebracht, dass seit mittlerweile einem Vierteljahr fast täglich im ganzen Land Landwirte auf die Barrikaden gehen. Gegen die allgegenwärtige hampelsche Abzocke, weil die Hampel zu blöd ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Und jetzt die Bauern die Zeche zahlen sollen. Der Bundesrat hat es durchgepeitscht und eben jene Abzockerenteignung beim Agrardiesel, die soll nun wie von der Hampel angedacht in Kraft treten. Ja, wer hätte das ahnen können? Hier genau, Arnul, der Bauernverband hat die eigenen Mitglieder offenbar verraten. Vorher stand noch nicht ganz fest, ob der Bundesrat dieses Gesetzchen vielleicht noch in den Vermittlungsausschuss schickt, wo es dann auch noch mal ein paar Monate bis Jahre drin bleiben würde, also Zeit gewonnen werden könnte. Aber das hat sich nun erledigt. Der Bundesrat hat es gestern gebilligt, aber sie haben es ja entschärft vorher. Die Hampel hat ja Entlastungen mit einfließen lassen. Und die sehen folgendermaßen aus. Die Abzocke beim Agrardiesel, die findet nicht ab sofort statt, wie die Hampel das eigentlich wollte. Nee, die Abzocke beim Agrardiesel soll schrittweise eingeführt werden und erst 2026 dann richtig teuer sein. Ja, das macht's besser. Also das ist tot auf Raten für die Landwirtschaft. Aber hey, sie sollen gefälligst dankbar sein, dass sie ja nicht jetzt sofort unmittelbar kaputt gemacht werden. Sie haben ja noch 2 Jahre Übergangsfrist. Und außerdem hätte es ja auch ein Entlastungspaket in diesem Wachstumschancengesetz gegeben, was ebenfalls gestern durchgewunken wurde, was jetzt in Kraft treten kann und wofür sich die Hampel da beweihräuchern lässt. Da hatten wir auch schon drüber geredet und da kam dann bei raus, na, das, was da drin steht, ja, es ist ja nicht gemeint, aber das ist wie, wenn ich ein Regenfass habe und da kippe ich so ein kleines Schnapsgläschen Wasser rein in das leere Regenfass. Also eigentlich bräuchte ich genug Wasser fürs ganze Regenfass, so vom Bedarf her, aber habe halt nur das kleine Gläschen. So in etwa sieht dieses Wachstumschancengesetz aus. Einmal mehr eine Placebo-Maßnahme nach dem Motto, guckt mal, wir tun hier was für euch. Ein bisschen Bürokratie abbauen. Und schaut mal, wenn ihr irgendwo in einem Hotel unterkommt, dann müsst ihr künftig keine Anmeldezettel mehr ausfüllen. Da wird dir der Papierkram ein bisschen vereinfacht. Und für die Landwirte soll ja es ja zudem bei der Flächennutzung, sind ihre eigenen Flächen, Erleichterungen geben. Also Glückwunsch. Die müssen also nicht vorher zu Kreuze kriechen und euch fragen, wie sie ihre Felder bewirtschaften dürfen. Ja, das ist wirklich eine geile Entlastung. Ja, das ist absurd, ist dann 2022. Ja, Dani, wir zocken euch erst ab, erst später ab, freut euch. Richtig. Sowieso so ein Irrsinn. Auf der einen Seite die Landwirte, den Landwirten das Geld abknöpfen. Unter anderem eben beim Agrardiesel, der ja, ist ja keine Subvention. Es wird immer erzählt, Subventionenabbau. Ist aber keine Subvention, wenn jemand nicht noch stärker abgezockt wird. Eine Subvention wäre es, wenn die Landwirte Geld bekämen. Tun es aber nicht. Bisher ist es beim Agrardiesel so, dass sie geringere Steuern drauf zahlen. Heißt also, sie geben weniger von ihrem Geld ab. Eine Subvention wäre, wenn sie eben, naja, nicht weniger abgeben würden, sondern mehr hätten am Ende. Wenn da was dazu käme, nicht wenn da weniger weggenommen wird. Ist als Subvention zu verkaufen, wenn man jemandem weniger von seinem Eigentum wegnimmt. Also es tut mir leid, das ist auch ein bisschen, naja, absurdes tarnische Logik eben. Naja, es soll ja als Kompensierung dann das Entlastungspaket geben, was unterm Strich dann bedeutet, wir nehmen den Landwirten das Geld weg und einen kleinen Teil davon geben wir ihnen vielleicht über eine Pseudo-Entlastung dann wieder zurück.
Ja, das ist so die klassische Vorgehensweise der Hampel. Erst abzocken, weil alternativlos. Aber schaut mal, ihr werdet ja entlastet. Ja, hört doch einfach auf, die Landwirte oder die Bevölkerung, das wäre sinnvoller, hört doch einfach auf, die Bevölkerung abzuzocken. Du müsst das auch nicht entlasten. Das machen die ja immer so. Irgendwo doppelte, dreifache neue Steuern und Abgaben hochziehen für irgendeinen Schnullipups und dann sagen, ja guckt mal, wir legen ein Entlastungspaket auf, damit ihr nicht ganz vor die Hunde geht. Ja, nehmt den Leuten ihr Eigentum einfach nicht weg, dann müsst ihr auch keine Entlastungspakete verabschieden, die euch ja so viel kosten. Liebe Hampel, euch kostet das gar nichts. Das ist nämlich das Geld der Leute, die ihr abzockt. Aber das nur so am Rande. Ja, Mirko, es ist vollkommener Blödsinn, aber das Framing, das läuft ja. Es wird medial fast überall das Gleiche berichtet. Die Subventionen werden abgebaut. Ja, geile Subvention. Wenn es als Subvention gilt, nicht noch stärker abgezockt zu werden, na dann herzlichen Dank auch. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ist nun durchgepeitscht worden. Der Agrardiesel wird so richtig teuer mit vollumfänglichen Abgaben und Steuern ab 2026 und bis dahin schrittweise. Naja, habt ihr gesehen, liebe Landwirte, was ihr von eurem Verband zu erwarten habt. Ihr habt ja mitbekommen, wir waren ja bei einigen Sternfahrten mit dabei, jetzt am Freitag war auch wieder eine, habt ihr mitbekommen, was auch die Vertreter der Landwirte gesagt haben, was sie für einen Forderungskatalog vorgelegt haben und davon ist de facto gar nichts umgesetzt worden. Ja, glücklicherweise hat man sich dann großmütig dazu durchgerungen, die Verteuerung für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zurückzunehmen. Wollten sie auch erst durchpeitschen, dass jedes landwirtschaftliche Fahrzeug, was vom Hof auf aufs Feld wieder zurückfährt, dass sie dafür Kfz-Steuer zahlen sollten. Also da krabbelt man sich einen Kopf. Würde nämlich für einen Großteil der mittelständischen Betriebe es ausbedeuten. Ihr wisst ja, was Kfz-Steuer kostet, gerade bei Dieselfahrzeugen. Das ist jetzt so nicht unbedingt was, was man aus der Portokasse mal eben zahlt. Und wenn man schon nur einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb hat, keine Ahnung, ein Radlader, ein Traktor, noch eine andere Zugmaschine, was man eben so braucht, ja, dann summiert sich das relativ schnell. Gab aber auch schon ganz, ganz findige, oft Grünlinge, die dann gesagt haben, dann sollen sich die Landwirte doch einfach einen Traktor teilen. Da haben sie ja, brauchen sie nicht so viel. Ja, hat man in der DDR so gemacht, aber da hat man ein kleines Problem. Denn für gewöhnlich hat es die Landwirtschaft in sich, liegt in der Natur der Sache, dass immer zur gleichen Zeit ein hoher Bedarf an landwirtschaftlichen Maschinen besteht. Ja, sicher steht so ein Traktor 90% des Jahres rum. Das ist völlig korrekt. Aber zu den Tagen, wo was gemacht werden muss auf dem Feld, zu den Zeiten, ja, da wird das Ding einfach gebraucht und dann brauchen den alle Landwirte gleichzeitig. Ist es eben saisonabhängig. Ist ja schön, dass das Ding im Winter dann dasteht. Da braucht es vielleicht nicht unbedingt, aber da brauchen die anderen Landwirte den auch nicht. Also auch hier wieder, es ist abstrus. Papillon schreibt, allein die Bürokratie zum Eintreiben der Steuern kostet ca. 100 Milliarden pro Jahr. Da könnte man doch sparen. Dann wäre der Haushalt relativ schnell deutlich ausgeglichener. Aber da müsste man ja bei sich selber ansetzen und könnte nicht mehr so viel Geld verschleudern. Schauen wir uns die nächste Meldung an. Mal gucken, was wir noch übrig haben. Die führt uns noch kurz zum Bundestag und dann sind wir auch erstmal. Nee, zwei haben wir noch. Wir gucken als erstes zur Tagesschau und danach zum Bundestag. Es läuft nämlich heute eine wichtige Frist ab. Wer schon immer mal eine große Warenhauskette kaufen wollte, der kann jetzt noch sein Gebot abgeben. Bisher ist eine niedrige Anzahl an zweistelligen Geboten eingegangen. Also von der Summe her natürlich nicht zweistellig, aber eine zweistellige Anzahl an Interessenten bestehen wohl, die eventuell darüber nachdenken, die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof zu übernehmen. Ihr habt es ja mitgekriegt, den Krimi um diese Signa-Gruppe vom Benko. Da geht es ja nun auch noch um Geldwäsche und was da nicht alles im Raum steht. Galeria ist jetzt auch nicht unbedingt im besten Zustand. In den vergangenen 4 Jahren gab es 3 Insolvenzverfahren. Aber es geht immer noch um 92 Filialen mit über 15.000 Angestellten. Und die stehen jetzt zum Verkauf. Noch ist völlig unklar, ob sie einen Käufer finden und wer das dann ist. Die Angebote sind bisher noch absolut unverbindlich. Man munkelt aber, dass es eventuell eine thailändische Milliardärsfamilie geben könnte, die diese Warenhäuser haben möchte. Also vielleicht werden sie nach Thailand verkauft. Aber es kann auch, wenn es blöd läuft, darauf hinauslaufen, dass sie gar keiner nimmt. Und dann sind 15.000 Arbeitsplätze weg und die Dinger müssen abgewickelt werden. Heute läuft die Frist ab. Bis heute kann man noch seine Angebote einreichen. Und dann soll wohl Mitte April eine Entscheidung gefällt werden. Was das für Galeria Karstadt Kaufhof betrifft, das ist noch vollkommen, steht völlig in den Sternen, kann bisher noch keiner sagen. Ja, Sven wirft die relevante Frage auf. Wer will eine Firma, die Geld verliert? Eigentlich keiner. Und das ist das große Grundproblem. Aber das ist nun mal ja, auch ein Prozess, der nicht als Überraschung kommt, oder? Nach 3 Insolvenzen und einem pleite gegangenen Firmenkonglomerat aus Österreich. Ja, wer will denn das aufkaufen? Aber ihr habt die Chance, ihr könnt jetzt einmalig für euch erwerben, Galeria Karstadt Kaufhof. Naja, könnte man sicherlich wieder sanieren. Aber hat ja in den vergangenen Jahren nicht so gut geklappt.
Ein großes Problem sind die exorbitant gestiegenen Mietpreise. Denn oft ist es so, dass die Filialen in Immobilien sind, die denen nicht gehören. Und dadurch haben sie dann immer stärker steigende Betriebskosten. Also auf der einen Seite Energie und so weiter und so fort, Personalkosten, aber eben auch die Mietkosten gehen durch die Decke. Es sind oft sehr große Filialen in sehr zentraler Lage. Und das alles führt dazu, dass bei gleichzeitig sinkender Nachfrage, immer geringerer Kaufkraft hierzulande, dann natürlich auch irgendwann sich das nicht mehr rechnet. Und vor dem Problem steht Galeria Karstadt Kaufhof nun. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt für ihre günstigen Preise bekannt, also ist jetzt schon oft auch eher ein etwas hochpreisigeres Sortiment und irgendwann bleiben die Kunden einfach aus. Naja, warten wir ab, wie es damit weitergeht. Drücken wir die Daumen, dass die 15.000 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze erhalten können oder zumindest woanders unterkommen und gucken uns noch schnell die letzte Meldung an, nämlich aus der Jungen Freiheit, die uns berichtet hat, dass man bei der Fußballmannschaft des Bundestags nun die AfD-Abgeordneten rausschmeißen möchte. Ich wusste gar nicht, dass der Bundestag eine Fußballmannschaft hat, aber es ist offensichtlich so. Vielleicht laufen sie künftig dann in rosaroten Trikots auf, in pinken Trikots. Einer der Vizekapitäne ist der grüne Bruno, kannte ich auch nicht, ist offenbar so mit Fußballspielen beschäftigt, dass man von dem politisch nicht ganz so viel mitkriegt. Und der hat nun begründet, warum sie die AfD-Mitglieder, Abgeordneten rausschmeißen wollen aus ihrer Fußballmannschaft. Sie wollen nämlich gegen Diskriminierung sein. Ja, das ergibt Sinn. Man diskriminiert jemanden aufgrund seiner politischen Meinung, weil man gegen Diskriminierung sein möchte und deswegen will man mit denen nicht Fußball spielen. Man wolle prüfen, ob man die vorhandenen AfD-Abgeordneten, die bisher mitspielen in dieser Mannschaft, ob man die rauswerfen kann und neue will man nicht aufnehmen. So, jetzt nur mal so eine Frage fürs Protokoll. Wird diese Fußballmannschaft aus Steuergeldern finanziert? Wenn ja, erübrigt sich die Frage, weil dann ist es doch etwas merkwürdig, wenn man da so eine parteipolitische Tanzveranstaltung draus macht. Gut, warum sollte man überhaupt so eine Mannschaft finanzieren müssen? Aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ist doch hanebüchen, oder? Stellt sich der grüne Vizekapitän hin und sagt, ja, mit denen wollen wir nicht spielen, wir sind gegen Diskriminierung und die teilen ja nicht unsere politische Einschätzung. Kindergarten ist nichts dagegen, Sven, da hast du vollkommen recht. Aber das nur so zur Vollständigkeit. Jetzt hat gerade jemand gefragt, warum nichts über Russland, ja, weil ich das Ganze etwas dubios finde. Ich habe durchaus vernommen, dass es da einen Anschlag gegeben hat, zu dem sich der IS bekannt hat, aber solange dass so eine windige Geschichte ist, weiß ich nicht, was ich dazu großartig erzählen soll. Deswegen reden wir da jetzt, also halte ich es für nicht sonderlich relevant, dass es mal wieder einen IS-Anschlag gegeben hat. Ja, meine Güte, ist doch andauernd. Aber ist halt in Moskau. Betrifft uns jetzt nicht. Kann die Ampel nicht viel gegen machen. Haben wir keinen Einfluss drauf. Ja, ist kacke, sicherlich. Aber ich habe es jetzt, ehrlich gesagt, nicht sonderlich hoch priorisiert. Deswegen ist es nicht auf dem Themenzettel. Wenn es da irgendwas gibt, wo man sagen kann, ja, das betrifft uns in irgendeiner Hinsicht. Wenn rauskäme, dass die entsprechenden Täter, dass die aus Absurdistan rübergefahren sind, dann wieder nach Absurdistan zurückgeflohen sind oder sowas. Gut, dann ist es relevant. Aber so, ja, meine Güte, gab es einen Anschlag in Moskau. Ja, ist kacke. Aber, was will man da jetzt große Thematik draus machen? Und dazu kommt noch genau, es ist eben eine sehr, sehr suspekte Geschichte. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was da nun überhaupt dran ist und was nicht. Das wird sich eventuell später noch herausstellen. Aber aktuell, ja, ich habe es vernommen, ihr habt es mitbekommen. Aber viel mehr habe ich da aktuell noch nicht groß zu erzählen. Ja, vielleicht ändert sich das, wenn dann irgendwas Verifiziertes bekannt wird. Aber so ist es so ein Hätte, Wäre, Könnte. Und es betrifft uns nicht. Also deswegen, wenn das jetzt in Berlin gewesen wäre oder in einer anderen Stadt hierzulande oder irgendwo in einer europäischen Stadt, gut. Aber in dem Fall ist es JWD. Reden wir drüber, wenn es da irgendwas wirklich für uns Relevantes zugibt. Jetzt kommen wir zum Ende, machen uns einen schönen weiteren Samstagnachmittag, genießt das jetzt wieder schöne Wetter, blauer Himmel. Das war heute noch nicht die ganze Zeit so. Heute Morgen hat es wieder geschifft wie sonst was. Gestern hat es den ganzen Tag nur geregnet. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir nochmal eine schöne Witterung haben. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt eher so kleinere Themen waren. Und dann gucken wir mal, ob wir uns heute nochmal zu späterer Stunde sehen. Ich bin gestern wieder rausgeschwommen, relativ weit, saß bis gegen 2 Uhr morgens in der Badewanne. Naja, und dann war ich noch eine Runde im Discord anwesend, habe natürlich nochmal eine Themenzelle geschrieben. Deshalb gibt es jetzt heute eine Nachmittagsmeldung erneut. Klaus schreibt, seine beste Freundin wohnt in Moskau. Ja, wenn ihr da wirklich was aus erster Hand wisst, dann gerne mal einen ausführlichen Kommentar zu schreiben. Aber in der hiesigen Presse haben wir das nächste Problem. Kann man der Berichterstattung in so einem Fall denn überhaupt Glauben schenken? Weil ihr wisst ja, Russland ist aktuell Feindbild hierzulande medial gesehen. Die sind ganz böse. Framing halt.
und ob dann irgendwas von dem, was sie in so einem Kontext schreiben, ob das dann wirklich der Realität entspricht oder ob das vielleicht eingefärbt so bis, populistisch angehaucht ist. Schwer da irgendwie das nachzuvollziehen. Und russische Medien kann ich jetzt nicht so gut lesen. Mein Russisch ist eine Katastrophe. Ich habe es nur 2 Jahre gelernt. Man kann sicher im englischsprachigen Bereich noch einiges rausziehen, was eventuell etwas verlässlicher ist. Aber die Berichterstattung in solchen Fällen, in so einem Kontext, da würde ich nicht ganz so viel drauf geben in Absurdistan. Sicher, die Eckdaten, die werden schon stimmen. Da ist was passiert und da gibt es auch Bekennerschreiben offenbar oder hat sich jemand so bekannt. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ist wahnsinnig schwer, da darüber hinaus, über diese harten Fakten, entsprechende Berichte validieren oder eben nicht validieren zu können. Tobias, das pinkfarbene Trikot, das mag theoretisch völlig bedeutungslos sein, aber es zeigt eben die Peinlichkeit hierzulande. Und das zeigt auch, das ist mal wieder des Kaisers neue Kleider. So ziemlich jeder sieht, dass es beschissen aussieht. Aber man traut sich nicht, es offen zu sagen, weil man will ja korrekt sein, nicht wahr? Man ist ja hellauf begeistert. Man ist so begeistert, dass die entsprechende Fußballmannschaft hierzulande, Nationalmannschaft ist ja verboten, auch verboten nicht, aber ist ja böse, dass die Fußballmannschaft es heute gar nicht anziehen will. So begeistert sind sie von. Weil man könnte es ja beim heutigen Spiel gegen Frankreich mit ihrem blauen Trikot verwechseln. Pink und Blau ist wirklich so nah beieinander liegend, da ist eine akute Verwechslungsgefahr. Naja, es wird permanent versucht, schön zu reden, medial, politisch, angeblich alle hellauf begeistert, aber irgendwie hat das was von des Kaisers neue Kleider. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden, der da gerade überschwängliche Freude darüber ausdrückt, dass es irgendjemandem davon wirklich gefällt. Ich denke, dass es mehr so gute Miene zum bösen Spiel machen. Und genau deswegen reden wir drüber. Oder haben wir drüber geredet, ist ja schon ein paar Tage her. Jetzt aber einen schönen weiteren Samstag und dann bis später. Und viel Freude mit eurem pinkfarbenen Fußballtrikot, falls ihr da 150 € für rausblättern wollt. Ich würde es euch nicht empfehlen, aber es ist Geschmackssache, nicht wahr? Bis dann.